So, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Baum und ich beschäftige mich nun mit dem Thema Zunehmen. Wir werden heute ein bisschen ruhiger sprechen nebenan und auf der Seite wird auch gerade gearbeitet, telefoniert, da möchte ich nicht stören. Das heutige Video beschäftigt sich mit einer sehr, sehr interessanten Thematik, nämlich der Appetitlosigkeit. Ich glaube, dass viele von euch sich da irgendwo wiederfinden und wir werden heute zumindest mal einen grundsätzlichen, super guten, easy Tipp besprechen, den du sofort ab morgen umsetzen kannst, um vielleicht mehr Appetit zu haben oder am Tag einfach mehr essen zu können. Wie gerade schon gesagt, werden wir natürlich nur einen Tipp heute besprechen. Du wirst auf meinem Kanal noch ein paar mehr finden, noch viel, viel mehr findest du selbstverständlich dann im Coaching. Ich möchte heute natürlich nicht alles verraten, aber einen simplen Tipp, den habe ich heute für dich bereit. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, in meinem echten Leben hier in meinem Büro beschäftige ich mich nur mit dem Thema Zunehmen. Das heißt, ich bin ausgebildeter Ernährungsberater, Fitnesstrainer und so weiter, habe mich aber auf das Thema Zunehmen spezialisiert, weil ich selbst über 20 Kilogramm zugenommen habe und das Ganze jetzt seit 5 Jahren anderen Leuten weitergebe, mittlerweile Hunderten dabei helfen durfte, auch ihr Traumgewicht zu erreichen oder zumindest einen riesengroßen Schritt näher zu kommen. Und wenn du eine Frage hast zum Thema Zunehmen oder mehr Infos brauchst, wenn du was geklärt haben möchtest, dann komm gerne ins kostenlose, unverbindliche Erstgespräch. Lass uns einfach mal 10 Minuten sprechen und deine wichtigsten Fragen einfach mal direkt klären und dann schauen wir gerne, ob wir da irgendwo zusammenpassen, ob wir harmonieren und ob überhaupt Platz dafür da ist. Denn ich kann im Monat nur zwischen 3 und 5 Menschen aufnehmen. Dieser Monat ist schon ziemlich voll. Man könnte gegebenenfalls noch ein, maximal 2 Leute dazu nehmen, dann ist es auf jeden Fall voll. Und für dich heißt das, schreib mir gerne einfach mal eine Nachricht auf Instagram oder geh auf www.philipp-baum.de und trag dich ein, dann rufe ich dich gerne in den nächsten Tagen zurück. Jetzt kommen wir zu diesem einen Tipp, der dir dabei helfen wird, mehr Appetit zu bekommen. Wir müssen natürlich erstmal verstehen, Appetit ist erlernbar. Auch wenn du das vielleicht momentan nicht glaubst, ist bei den meisten Menschen der Appetit irgendwo angelernt. Und das heißt, dass du vielleicht auch einfach momentan schnell voll bist, weil dein Körper nichts anderes kennt. Das klingt jetzt ziemlich simpel, im Grunde genommen ist es auch nicht wirklich kompliziert. Wir müssen wie bei allem im Leben einfach mal das Richtige über einen gewissen Zeitraum tun und dann werden wir ein anderes Ergebnis bekommen als das, was wir momentan haben. Und so solltest du das Ganze auch beim Thema Appetit angehen. Fang doch einfach mal an, ein wenig früher zu starten. In den meisten Fällen, und du hast es vielleicht auch schon bei dir selbst gemerkt oder vielleicht auch in meinem Video schon mal gesehen, in den meisten Fällen ist es so, dass wir das Frühstück vielleicht auslassen und vielleicht erst ab 11 Uhr was essen in der Mittagspause auf der Arbeit oder nachdem die Kinder im Kindergarten sind oder wenn wir vom Sport zurückkommen, wenn wir vielleicht nur einen Halbtagsjob haben, danach erst. Das können alles Punkte sein, die auf dich zutreffen. Du kannst mir gerne auch mal schreiben, was davon vielleicht auf dich zutrifft. Und wenn das so ist, dann führ doch einfach mal ein, morgens früh auch vor dem Erledigen der wichtigen Arbeiten zumindest eine Kleinigkeit zu frühstücken. Du kannst super simpel mit etwas starten, was du gerne magst, auch wenn es vielleicht nicht das Gesündeste ist. Wenn du gerade nichts hast, auf das du Lust hast oder vielleicht keine Vorlieben im Bereich deines Frühstücks hast, dann würde ich dir sogar empfehlen, mit einem kleinen Saft zu starten, ein Glas Saft, das kennst du auch schon von mir, den Tipp. Ein Glas Saft, der funktioniert bei jedem da draußen, du brauchst nicht kauen, du brauchst es nicht zubereiten, du kannst es einfach nur in ein Glas packen, trinken und hast somit die ersten 200-300 Kalorien drin. Das wäre ein kleiner Tipp, fang früher an, nimm dich gerne selbst mal raus aus dem Alltag, starte deinen Tag 10 Minuten früher, dann wirst du Zeit finden, vielleicht auch mal ein Brot zu essen, vielleicht auch mal ein Müsli zu machen, Porridge zu machen oder auch vielleicht einfach nur deinen Saft zu trinken. Mit diesem kleinen Tipp alleine wirst du vermutlich nicht dein Ziel erreichen können. Du wirst vermutlich nicht 5 bis 10 Kilogramm zunehmen, wenn das vielleicht dein Traum ist, dein Wunsch ist. Du solltest für die nächsten 7 bis 10 Kilogramm ungefähr 3 Monate Zeit einplanen. 3 bis 4 Monate, das ist mehr als realistisch. Wenn du ein Mann bist, geht es vielleicht sogar was schneller. Bei den meisten Frauen, und das sind die meisten in meinem Coaching, zwischen 20 und vielleicht 45 Jahren, dauert das Ganze so zwischen 2 und 3 Monaten. Das kannst du auch schaffen. Schreib mir dafür gerne eine Nachricht und dann werden wir über diesen kleinen Tipp, den ich dir jetzt gerade mitgegeben habe, hinaus noch ein paar weitere Tipps besprechen. Aber dein nächster Schritt ist, das Ganze mal in deinen Alltag zu implementieren. Fang morgen an, 5 Minuten oder 10 Minuten früher aufzustehen. Nimm dir vielleicht ein Glas Saft oder vielleicht auch ein kleines Frühstück. Starte deinen Tag somit ein wenig früher als sonst und dann hast du die ersten Kalorien drin, du wirst schneller wieder Appetit bekommen und am Ende des Tages hast du so vielleicht auch schon einen ganz, ganz kleinen Kalorienüberschuss, der dir dabei helfen wird, in den nächsten Monaten und Jahren ein bisschen was zuzulegen. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, dass dieser kleine, simple Tipp dir geholfen hat. Wenn das so war, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib mir gerne einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Philipp. Ciao.
Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me 'cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be